Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Alice 17, Nordfriesischer Marsch 1.4, wo ich euch noch keine weiteren Neuigkeiten geben kann, außer natürlich die bekannten vom Sonntag, dass wir die Wagenstatistik mit da drin haben und dass wir Güllemis Kalkmod drin haben, wobei wir da noch eine Wachstumsstufe mal abwarten müssen demnächst, ob auch die Textur wieder verschwindet, aber müsste sie eigentlich. Wäre blöd, wenn nicht, dann hätten wir für immer Kalk und Mist und Gülletextur auf den Feldern, das will ja keiner. Was steht heute auf dem Programm? Als erstes seht ihr schon, ich bin hier mit den Silageballen unterwegs. Die kommen jetzt zur Mischfutterfabrik bei der Reifeisen. Wir brauchen dann nämlich mehr Kraftfutter. Wir brauchen noch ordentlich Kraftfutter für die Kühe im hier normalen Milchstall. Und natürlich brauchen wir auch noch Kraftfutter unten für die Rinderstelle, wobei da haben wir eine eigene Produktionsstätte. Ups, da müssen wir nur mal mit dem Traktor und dem Anhänger hin. Da könnten wir eigentlich den kleinen nehmen, der jetzt zum Abfahren stand. Denn, ja, das ist das für heute. Und noch? Ja, ich denke, dass wir gleich den Wasser-LKW uns schnappen, der noch beim Rinderhof steht, den einmal wieder leer machen und dann den umswitchen auf die beiden Trailer hier, die am Hof stehen. Die beiden Krampe. Dann das Sägewerk besuchen und dort mal wieder für Ordnung schaffen, ne? Ordnung sorgen. Heißt, Hackschnitzel aufnehmen, Hackschnitzel im Sägewerk wieder vollknallen und überflüssigen Hackschnitzel zur Zellstofffabrik fahren. Mit Cosplay, ja, da brauchen wir ja selber gar nicht so viel machen. Was? Oh, guck mal, klares Aktiengerät muss entladen werden. Was haben wir denn vergessen? Ja, wir haben diesen Rückwärts-Randfahrkurs vergessen. Wir haben zwar gesagt, hier fahr den Big M an, der nimmt jetzt auch wohl Gras auf. Aber erinnert uns natürlich jetzt eindeutig daran, dass ich wieder ungeschickt war. Haben wir nur noch kurz eingestellt gehabt gestern. Einige von euch haben bestimmt schon geschrieben, oh, du musst doch noch, du musst doch noch. Ja, ihr habt recht, ich hätte noch müssen. Hab aber nicht. So. Hier wird gearbeitet immer noch. Es ist natürlich, wir spielen immer noch in einer langsamsten Spielgeschwindigkeit, um es ein bisschen einfacher zu haben. Um die Fabriken demnächst alle wieder gerade vorzubekommen. So. Finde ich aber, ist gar nicht schlecht, dass wir selber ableeren, hier ausleeren müssen. Ist sogar sehr gut. Warum? Ja, darum. Dann können wir nämlich komplett hier hinten ranfahren. Denn damit der Traktor nicht noch mehr Probleme beim Aufschieben hat. Richtig, richtig gut sogar. Wir können den trotzdem immer wieder hier ansetzen. Dann fährt er da bis zurück und sammelt da wieder. Oder wir fahren, nee, das machen wir glaube ich so. Machen wir sogar so, wie gerade gesagt. Ja, lass dich vor uns nicht stören. Schieb mal alles nach hinten. Wir fahren mal ein bisschen selber ab. Ups. Ja, also wir merken aber, ne, diese Grastaschen, ups, insgesamt, lass mich doch in Ruhe, da haben wir nicht drauf geachtet, wo der Fan fährt. Tolle Idee. Diese Gras-Session hier insgesamt hat ganz schön lange gedauert. Ne? Also wir haben jetzt schon viele, viele Folgen, sind wir hier mit Gras beschäftigt. Meist ist da eine andere Hausnummer. Und wir müssen wahrscheinlich tatsächlich, wenn der Deutsch sage ich schon wieder, wenn der Fendt, sorry, wenn der Fendt 1050, wie kann ich den Fendt 1050 nur Deutsch nennen? Das gibt Ärger. Ja. Habe ich den Kurs komplett rausgeworfen. Das macht ja auch Sinn, ne? G7 Big M. Setzen wir ihn einfach hier außen hin und dann fährt er von hier weiter und kommt ja irgendwann da wieder an, wo er aufgehört hat. Das ist glaube ich, so die beste Variante, die wir hier machen können. So. Was macht er? Wie weit ist er denn überhaupt? Kriegt er die Biege? Ja, ne? Er hat schon richtig gut gearbeitet. Cool. Aber hier wollten wir eigentlich den großen Sammler dann haben, ne? Den hier. Vielleicht aber vorher noch einmal tanken.
Stopp. Ups, ein Stück zu weit gerollt. Während des Tankvorgangs. So. Ja, da Big M und... Ich weiß es noch nicht. Auch da können wir eigentlich selber abkippen. Dann haben wir nicht das Problem mit dem Aufschieb mit dem Fendt. Ist eine Überlegung wert, ne? Heißt natürlich, wir müssen ganz schön oft aufkippen. So, ihr seht ja, das dauert noch hier 20, 30 Liter. So viel Zeit haben wir nicht. Wir machen mit dem jetzt noch einmal leer hier und dann machen wir den auch auf den Überführungskurs Richtung Hof. Den suchen wir schon mal raus in der Zwischenzeit. Gleich. Wenn ich den Abkipppunkt treffe. Da ist er. Also, Überführung. Rinderhof zu Hof. Nehmen wir. Überführungskurs ist noch drin. Perfekt. Und auf geht's mit ihm. Eine Leerfahrt. In ETS natürlich ständig zu vermeiden, Leerfahrten, aber noch haben wir eh keinen eigenen LKW in ETS, aber vielleicht nächste oder übernächste Woche, müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Auch hier wollte ich natürlich nochmal fragen, fällt mir jetzt erst ein, ich habe ja so 3-4 VIPs, natürlich erstmal super, super, vielen, vielen Dank, dass ihr mich regelmäßig unterstützen wollt und das auch macht, danke natürlich dafür. Gibt es irgendwas, was man euch VIPs sozusagen speziell Gutes tun kann? Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Es gibt aber einige YouTuber, die machen was ganz Besonderes für die VIPs. Ich bin mir da noch nicht ganz so schlüssig. Ich finde auch, man soll jetzt nicht so eine komplette Zwei-Klassen-Gesellschaft hier machen. Von wegen auf der einen Seite die VIPs, die regelmäßig unterstützen, wofür ich super, super dankbar bin. Aber man will natürlich auch nicht komplett sagen, ja, ihr habt jetzt die super Privilegien. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo man euch Danke sagen kann. Sei es, wie gesagt, auf der Homepage namentliche Nennung oder hier im Spiel eine kleine Tafel, so irgendwo sozusagen, wo man sieht, okay, der Name ist drauf, der Name ist drauf, der Name ist drauf. Und das soll dann auch nicht nur für die VIPs gelten, sondern soll auch für diejenigen sein, die, ja, ich sag mal, bei Tippi-Stream zum Beispiel mir schon oder Geld zukommen lassen. Und da eben auch gerne eine namentliche Nennung haben wollen und dann eben schreiben, der Name soll so und so heißen, weil man will ja nicht unbedingt seinen richtigen Namen da wieder lesen. Könnte ich mir vorstellen. Wer natürlich seinen richtigen Namen hier im Game auf einer Werbetafel gerne dann lesen will, wäre auch eine Möglichkeit, so euch ja auch ein bisschen Anerkennung zuzugeben. Denn auf irgendeiner Map-Version sozusagen dann dementsprechend einfach eine namentliche Nennung zum Beispiel. Auf einer Tafel, präsent am Hof irgendwo, natürlich jetzt nicht in Riesenformat, aber so, dass man es sieht, wäre eine Möglichkeit. Ja, ansonsten vielleicht habt ihr andere geschickte Vorschläge, gerne mal in die Kommentare reinhauen. Würde mich freuen. So, was macht er? 54% gefüllt. Also alles easy. Er wird jetzt auch das ist das Förderband. Das ist er. Und das ist... Ach, sag mal. Das auch. Fast Track. Fahren wir very fast. Ja, erstes Feld wäre... Gras 8, ne? Oh, ich dachte, jetzt wäre das Spiel abgeschmiert. G8 Big M. Also, solange wir den Fendt noch nicht abziehen können, was ja noch ein bisschen dauert, sollten wir das tatsächlich auf diese Art und Weise machen. Wir müssen natürlich gucken, wie viel Grasertrag gibt das jetzt in gedüngter Form. Aber wir können so viel besser selber rückwärts ranfahren und der muss nicht viel aufschieben. Wir brauchen natürlich nachher noch einen Verdichter. Ganz klar. Aber so fürs Erste ist das hier, glaube ich, genau die richtige Variante. Und dann lass uns auch mal überlegen, ob wir nicht doch eine Ladung Gras auch hier reinbringen. Das machen wir. Das ist ja sogar noch besser, denn die erste Grasladung geht in die Mischfutterfabrik. Die muss einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Der Axion muss wieder entladen werden. Und der LKW hat durchdrehende Reifen. Ich weiß auch schon wo. Wer in den letzten Folgen aufgepasst hat, und viele von euch haben es, werden auch genau wissen, wo der jetzt festhängt. So, Sammelmodus an. Feldarbeit ist drin. Ja, fangen wir an. Abfahrer entlassen. Wo sind wir denn hier? Natürlich am weitest entferntesten Punkt vom Sammeln hier. Aber
Macht nichts, oder? Dass wir selber ein bisschen abkippen. Da wird doch der eine oder andere sagen, oh, das ist ja mal wieder ein bisschen mehr spielen. Das ist nicht alles nur mit Cosplay, sondern ich mache auch mal wieder was selber. Ein bisschen Silage abkippen. Einige werden wahrscheinlich auch sagen, oh, fahr doch mal Innensicht und sammle mal selber. Aber mein Ziel ist ja hier schon noch mit euch möglichst viele Felder zu erwerben. Möglichst die großen Felder eben auch auf der Insel sich noch kaufen zu können. Und das alles noch bevor LS19 veröffentlicht wird. Und da werdet ihr schon sagen, oh, das ist doch erst Januar. Ja, aber ihr wisst auch, wie schnell einfach Zeit rumgeht. Und auf einmal ist es schon Sommer. Und zack. Sind wir so in Vorspannung für LS19. So, jetzt haben wir hier oben schon mal so ein bisschen begradigt. Der Fan hat noch gut zu tun. So richtig viel nach hinten schieben tut er noch nicht. Ne? Und ich glaube, wir werden jetzt gut zu tun haben, indem wir die ganze Zeit die beiden hier leer machen müssen. So. Dann gehen wir hier jetzt in die zweite. Oh, warte, ich lasse es wieder anzeigen, dann wissen wir auch, wo die zweite Reihe war. Die war hier. Dann sagen wir, Abfahrer einstellen. Dann fährt er nämlich hier weiter und kommt wieder richtig an. Ach so, wir haben hier den... Ach, sehr gut. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der hier ist. Ich hatte den eher an der Brücke erwartet. Und jetzt ist der Fast-Track voll. Haha. So viel zum Thema, wir können jetzt mal zwischendurch schon die Fabriken machen. Das wird erstmal nix. Denn jetzt wollen wir die erste Ladung Gras noch zum Kraftfutter fahren. Geldtechnisch ist ziemlich Stillstand bei uns, recht lange schon. Aber wird sich auch demnächst wieder was tun, keine Sorge. So, das Gespann ist fertig. Optimum. Aber es gibt eine ganz andere Sache, die ich mit euch nochmal gucken wollte, war der Schlachter. Hier ist nämlich full, ne? Ja. Habe ich ehrlich gesagt auch erwartet. Auch wenn wir in der Standard langsamen Spielgeschwindigkeit, also die Fleischerei ist doch schnell genug, glaube ich. Ich spiele ja schon ziemlich lange hier in der einfachen Spielgeschwindigkeit. Und trotzdem ist der Schlachter hier voll geworden. Ne, der ist schnell genug. Passt schon. Hier steht auch noch unser Feed-Trailer rum. Kann jetzt vielleicht die letzten Schweine mal abladen. Ja, was wollte ich gerade sagen hier? Warentrennung vielleicht. Oder einfach alles, beides da verkaufen, wo es einigermaßen am meisten Geld gibt. So viel Unterschied macht das auch nicht. Guck mal, hier sind noch 118 Schweine drin und jetzt sind hier noch immer 76 Schweine drin. Ist die immer am weitesten entferntesten. Also guck mal, der ist nicht einmal rundherum gekommen sogar. Mit seiner vollen Grasladung. Das ist eben. Also hier drüben müssen wir auf jeden Fall uns was einfallen lassen. Da müssen wir Big M mit einem automatischen Kurs, glaube ich, kombinieren. Ansonsten werden wir verrückt. Oder wir holen den anderen Sammler auch hier rüber und wechseln einfach die ganze Zeit immer die beiden Fahrzeuge. Kann man auch machen. Ja, ein Feld hast du noch, Big M. So, ups. Bisschen rasant hier rausgefahren. Erste Ladung Gras. Sind das Einzige, was uns bei der Mischfutterfabrik hier groß noch fehlt? Stroh. Von allem anderen, ne? Silage sehen wir ja, haben wir hier eh genug angekarrt. Och Gott. Erstmal nochmal ordentlich Gas geben, bevor wir hier in die Einfahrt rein sollen.
So, ne? Da ist das schon viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel geht denn hier noch rein? 50% gefüllt. Und nur noch 70.000 Stroh drin. Aber schon 242.000 Kraftfutter. Ich wollte gerade sagen. Der Krampf ist doch hier. Ist er voll? Ja. Was machst du denn hier? Oh nein, der Klaas Axiom muss schon wieder entladen werden. Leute, Leute, Leute. So, und der fällt jetzt erstmal in den Kuhstall abkippen oder sie. Schön. Schön, dass er es geschafft hat und auch an der Ecke geendet ist, wo wir gleich zum anderen Feld übersetzen können. Aber erstmal schmeißen wir den Kurs hier raus. So. Nicht mehr so viel, ne? Ist das Feld hier auch erledigt. Und jedes Mal sehen wir, ob der Fendt ein bisschen weiter aufgeschoben hat. Dennoch hoffen wir ja immer noch drauf, dass das dann gleich alles schön sauber hier ist und wir das, den Fendt und den Radlader hier im Zweifel dann gleich schon zu BGA. So richtig viel geschafft hat er noch nicht hier, ne? Zu BGA ausbringen können. Was macht denn eigentlich der Verdichtungsstatus? 100%, okay, alles im grünen Bereich hier. 1,37 Millionen haben wir immerhin angekarrt. Also mit guten Verkaufspreisen kann man hier schon fast 1 Million Einnahmen erzielen. Ich weiß, können wir auch erzielen, wenn wir die Paletten verkaufen. Oh oh, da kommt einer, der nimmt keine Rücksicht. Sache, er nimmt keine Rücksicht auf uns. Auf jeden Fall haben wir schon abgekippt. So, jetzt haut er ab. Das ist echt ganz schön viel, wie hier liegt, ne? Sehen wir, wie hoch das ist. Sind dann gut verdichtet. Aber das gibt's ja nicht. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Aufnahme. Verrückt. Was machen wir morgen weiter? Genauso ungefähr, wie wir jetzt hier aufgehört haben. Wir werden ordentlich Silage sammeln. Werden hier jetzt wieder sagen, Abfahrer einstellen. Dann sucht er sich ja hoffentlich den passenden Weg, wo er jetzt einmal rundherum fährt und dann findet er schon die richtige Stelle wieder. Und unser Kraftfutterkurs ist auch gleich wieder zurück. Passt ja perfekt. Bis auf, dass hier alles Mögliche im Weg steht. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stau. Hauptsache, wir quetschen uns hier noch durch. Klappt. Können wir mit dem schon mal zurück zum Feld fahren. Aber wenn wir langfristig gesehen Kraftfutter haben wollen, ohne Ende, ohne dass wir uns da in den nächsten Monaten nochmal Sorge machen sollten für die Milchkühe, dann bringen wir gleich noch eine Ladung Kraftfutter dahin. So, stopp, stopp. Aufsammeln starten und Abfahrer starten. So, warum steht der denn so blöd im Weg hier? Einmal schnell abladen. Das war ganz gut. Das meiste haben wir getroffen. Hintere Ladung auch noch abladen. Und der ist noch im Überlademodus. Bisschen nach oben und bisschen noch hier rüber und abladen. So, verschwinde.
Mal ein bisschen Platz für uns hier vielleicht. Hier fährt er nicht weiter, da ist keiner mehr. Stecken wir hier nämlich halbwegs im Verkehr fest. Abfahrer entlassen nehmen wir einfach mal. Dann können wir den selber wieder unter den passenden Trigger fahren. Für die Kraftfutterproduktion. So, ich sage euch, liebe Leute, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat und ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, danke euch.